Yo, Gang, David am Start hier für euch. Eine bessere Reality-TV-Show als Undercover Boss hätte sich RTL wahrscheinlich nicht erträumen können. Als die RTL-Strategieabteilung das ursprünglich britische Format 2009 das erste Mal gesehen hat, knallten die Korken in Köln wahrscheinlich ordentlich. Undercover Boss begleitet Geschäftsführer dabei, wie sie eine Woche Undercover in ihrem eigenen Betrieb verbringen. In Deutschland begeben sich zum Beispiel die Chefs von Warsteiner, Burger King, E.ON oder Pitstop unters einfache Volk. In den USA sind Marken wie 7-Eleven, Chiquita und Subway dabei. The Chief Development Officer of Subway, America's largest food franchise, poses as an unemployed counselor looking for a new career. Das alles soll dann so wirken, als würden die Chefs sich ein Bild vom Berufsalltag in ihren Unternehmen machen, nach Problemen schauen und gute Lösungen finden und so. Ach, die Chefs von Großkonzernen sind schon tolle Leute, richtige Familienmenschen. Und guckt mal, wie tollpatschig er die Tomaten schneidet. Wow, am Ende kriegen alle Mitarbeiter sogar noch ein großes Geschenk, Ehre. Aber eigentlich geht's natürlich um was ganz anderes bei Undercover Boss. Das Format läuft nicht umsonst bei RTL. Einen Undercover-Boss jucken die steigenden Preise aktuell wahrscheinlich herzlich wenig. Dabei lohnt es sich gerade jetzt, besser auf seine Finanzen zu achten. Bei Versicherungen kann man zum Beispiel oft Geld sparen. Hier kommt Clark ins Spiel. Mit der kostenlosen App kriegst du einen Überblick über all deine Versicherungen. Falls du keine Ahnung hast, welche Versicherungen überhaupt sinnvoll sind, kannst du einen Bedarfscheck in der App machen oder dich per Chat oder Telefon persönlich beraten lassen. So kannst du auch herausfinden, wo du vielleicht sparen kannst. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code TUBO könnt ihr euch Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Wichtig, wenn du dich anmeldest, wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Egal ob deutscher oder amerikanischer Undercover-Boss, die Sendung beginnt immer ähnlich. In den USA ist die Vorstellung der Unternehmen meistens relativ plump. Teilweise sind es auch einfach Werbeclips. Based in Denver, Colorado, Boston Market offers home-style comfort food at 470 locations across the country. Aber nicht nur die Unternehmen sind einfach nur klasse. Undercover Boss zeigt gleichzeitig, wie toll die Chefs dieser Konzerne doch sind. 2011 hat zum Beispiel der damalige Burger King Deutschland-Chef bei Undercover Boss mitgemacht. Und der ist ein richtiger Familienmensch. Aus ihr schöpft er Kraft für die Arbeit in der Geschäftswelt. Ich habe durch meine Arbeit relativ wenig Freizeit und wenn ich richtig Zeit habe, dann verbringe ich die nicht irgendwo alleine auf dem Golfplatz, sondern mir ist es dann wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Schön, dass wir das jetzt über den damaligen BK-Chef wissen. Alles mit ganz toller, verspielter Musik hinterlegt, wie harmonisch. Luxus ist auf jeden Fall, Zeit zu haben, um mit der Familie und mit guten Freunden unterwegs zu sein und die Natur zu genießen oder ein gutes Essen zu genießen. Das ist mir mehr wert als irgendwelche materiellen Dinge. Sympathischer Typ. Beziehungsweise geiler Text vom Marketingteam von BK. Aber das war's natürlich noch nicht. Im Anschluss erzählen die Geschäftsführer von ihrem Plan, undercover zu gehen. Und dann kommt die große Transformation. So wird aus Geschäftsführer Andreas Borg Robert Winter die Aushilfskraft. Denn damit sie von den Mitarbeitern nicht erkannt werden, haben sie eine neue Identität angenommen, mit falschem Namen und verändertem Aussehen. Die Geschäftsführer verzichten in dieser Woche sogar auf Luxus und schlafen in einfachen Hotels. Dann beginnen sie ihre Arbeit als Aushilfen in ihren eigenen Unternehmen. Dass sie dabei von einem ganzen Kamerateam begleitet werden, scheint irgendwie niemand zu hinterfragen. Sie erzählen einfach, dass eine Dokumentation zu Arbeitslosen gedreht wird oder so. Und wenn man vor einem Kamerateam einen neuen Mitarbeiter einarbeiten muss, wird natürlich niemand skeptisch oder verhält sich vielleicht anders. Perfekte Konditionen, um Missstände im eigenen Unternehmen aufzudecken. Ziemlich schnell zeigt sich dann, die Arbeit im eigenen Konzern ist gar nicht mal so einfach, wie die Chefs sich das vorgestellt haben. Hier baut ein CEO beispielsweise fast einen Unfall mit einem Gabelstapler und wird dann einfach direkt gefeuert. Mark, I gotta tell you this, I wouldn't be comfortable leaving you like alone doing this. I will have to, you know, let you go. Just for that? Yeah. Und es gibt natürlich wenig, das so unterhaltsam ist, wie wenn Anzugträger sich vor laufenden Kameras so richtig blamieren. Der BK-Chef weiß zum Beispiel nicht, was ein Strunk ist. Oben für die... Wie war's denn? Na, wo die Tomate... Wie heißt das? Keine Ahnung. Das heißt Strunk, oder? Nicht Strunk? Ja. Okay. Ich bin ein bisschen nervös, wenn das so schnell gehen muss. Ja, dann muss das hier schnell gehen. Langsamer geht das nicht.
weil das heißt Fast Food Restaurant. In Deutschland sind die Mitarbeiter, die die Undercover-Bosse einarbeiten, meistens richtig sympathische Leute. Die Chefs hören dann aufmerksam zu, erfahren von ihren Problemen im Privatleben und sind begeistert, was für tolle Mitarbeiter sie doch haben. In den USA gibt's diese Erlebnisse auch, gleichzeitig gibt's aber auch so richtige Mitarbeiter. Und da muss man sich schon fragen, ist das nicht vielleicht doch geskriptet? Der CEO von Hooters trifft bei seinem Undercover-Einsatz zum Beispiel auf einen seiner Manager, Jimbo. Ladies, today, you want to go home? You want to leave early today? You're going to play my reindeer games. We'll do a bean-eating contest, all right? Maybe we'll get all the girls, we'll shove their faces down in the beans and have them clean it up, you know? Right. Come on, girl, who wants to go home? Who doesn't want to spend the rest of the afternoon with me? Yikes. Die einzige Konsequenz aus diesem abartigen Verhalten ist, dass Jimbo sich im Anschluss bei den Frauen entschuldigen muss. Das war's. Hier ein anderes Beispiel mit einem Mitarbeiter von Boston Markets. Ihr erinnert euch, Homestyle, Comfort Food und so. We don't ask questions, we just work like robots. We have some mundane activities that we need to get done and I hate doing them. I literally hate customers more than the entire world. I hate them so much. They're terrible. Irgendwann reicht es der Chefin dann und sie sagt ihm, wer sie wirklich ist. I'm not actually Rachel. Who are you? My name is Sarah Biddorf and I'm the Chief Brand Officer of Boston Market. No. And you're on Undercover Boss. Das war dann auch sein letzter Arbeitstag bei Boston Market. Auf YouTube gibt es Compilations mit Millionen von Aufrufen mit Momenten, in denen Mitarbeiter vor Ort gefeuert werden. Und klar, das ist irgendwie unterhaltsam. Aber gleichzeitig wird die Geschäftsführung hier dafür gefeiert, dass sie schlechte Mitarbeiter on the spot feuern. Der CEO inszeniert sich als guter, rechtschaffender Held und auf der anderen Seite ist der bitterböse Mitarbeiter. Dabei ist die Geschäftsführung ja in der Regel dafür verantwortlich, was für Mitarbeiter eingestellt werden und was für ein Arbeitsklima vor Ort herrscht. Sie kann dafür sorgen, dass die Mitarbeiter vernünftig geschult werden, nicht überarbeitet sind und Vorschriften eingehalten werden. Die ganze Show inszeniert CEOs als besorgt und engagiert, während die Kameras laufen. Diese Inszenierung ist schon ziemlich pervers, wenn man mal drüber nachdenkt. In der deutschen Version kommt es seltener vor, dass Mitarbeiter und Geschäftsführer so heftig aneinander geraten. Aber auch hier wissen die Chefs, wie sie sich inszenieren müssen. Als die Zeit undercover vorbei ist, geht's für den Burger King-Chef im Designeranzug zurück in die Firmenzentrale. In einem Meeting teilt er seine schönen Erfahrungen mit seinem Team. Robert Winter ist wieder da. Ich freue mich, euch zu sehen. Ganz weird, dass auf dem Tisch Obst und Wasser stehen. Erfreut man sich in der Chefetage denn gar nicht an Double Whoppern und Twister Fries? Ich war echt begeistert über die Motivation unserer Mitarbeiter, wie viel talentierte und wirklich hochmotivierte Mitarbeiter wir haben. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich fand das auch sehr positiv, wie sehr da jeder dem anderen hilft, wenn es mal stressig wird, gerade in den Stoßzeiten. Tolle Kamerafahrten über den Meetingtisch. Die Manager lachen zusammen und überlegen sich dann, wie sie den tollen Mitarbeitern helfen können. Dann werden die Mitarbeiter in die Zentrale eingeladen und natürlich reichlich beschenkt. Zwischen dem damaligen Burger King-Chef und Mitarbeiterin Maria wird's dann plötzlich sehr emotional. Du bist was Besonderes, Maria. Also, du bist was Besonderes, Maria. Maria, möchtest du mal mit mir träumen? Ich würde dich gerne mal nach Amerika schicken. In Urlaub. Wir laden dich ein. Und wie soll das gehen? Ja, ins Flugzeug einsteigen, Gurt anschnallen und rüber. Und dann? Tja, dann machst du da eine schöne Zeit. Wäre das was? Ich bin überfordert. Ich bin auch ziemlich überfordert, wenn ich mir sowas geben muss. Die Mitarbeiter sind dann meistens richtig geflasht, weil sie so einen persönlichen Kontakt zu ihrem Helden haben durften. Und oft geben die Geschäftsführer dem Fußvolk noch ein paar schöne Worte mit auf den Weg. Träume sind auch dazu da, dass sie wahr werden. So schöne Momente gibt's natürlich auch in der amerikanischen Version. Because you're the most, selfless person I know. Manchmal erhalten die Mitarbeiter sogar noch eine Beförderung. What if we could make you an ambassador to go out and talk to young people? Natürlich ist es wichtig, dass Geschäftsführungen wissen, was in ihren Unternehmen abgeht. Das Format Undercover Boss ist aber nicht dafür gedacht. Undercover Boss stellt keine Systemfragen zur Vergütung, zu fairen Arbeitsbedingungen oder zum Druck, unter dem Leute vielleicht stehen. Die Sendung macht bizarre, ziemlich ekelhafte Werbung für Unternehmen und ihre Geschäftsführer. Und wir glauben nicht, dass das den Zuschauern immer so bewusst ist. Nach der Burger King-Episode denkt man sich vielleicht, hey, war cool mal einen echten Einblick in Burger King-Restaurants zu bekommen und zu sehen, wie die Geschäftsführung so tickt. Scheint ja alles ganz rund zu laufen. Wenn aber mal jemand wirklich undercover bei Burger King wäre, würden wahrscheinlich andere Ergebnisse dabei rauskommen. Warte.
bin übervatert. Curtis Connor hat vor einiger Zeit schon mal ein richtig nices YouTube-Video zur Hooters-Episode von Undercover Boss gemacht. Schaut dort gerne mal rein. Ansonsten schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Glaubt nicht alles, was ihr bei Undercover Boss seht. Feiert gut und Case closed.